Andi, pst, kannst du dir mal ein Wattestäbchen komplett ins Ohr schieben? Da bist du endlich mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Ja, hier und wegen dem ganzen Hin und Her in der Nationalmannschaft hat man fast vergessen, am Wochenende ist endlich wieder Bundesliga, ne? Der DFB steckt noch komplett im Rudi-Lemma. Wer macht's denn jetzt, neuer DFB? Ich hätte ja gesagt Stefan Kunz, aber so innovativ sind die nicht beim DFB. Die sagen doch, Stefan Kunz? Hä? Hat der mal bei uns trainiert, oder? Ist jetzt auch egal, wer das macht, ne, ihr Nationaltrainer mit unseren super Topmodels da für die Euro 2024. Der DFB hat gleich mal dafür gesorgt, für die erste Amtshandlung, dass du in der Bundesliga bei allen Vereinen richtig beliebt bist. Eine 10-tägige Reise mitten im Oktober in die USA. Das macht total Sinn, so mitten in der Champions League, wo alle gerade so sowieso am Hin- und Her-Cruisen sind, da nochmal zu sagen, nee, wir machen jetzt schon mal USA-Reise. Das macht allen das Leben viel, viel einfacher. In 10 Tagen dann auch richtig straffes Programm, 2 Spiele. 14. Oktober gegen die USA, 17. Oktober gegen Mexiko in Philadelphia. Ich frage mich ja, wie sieht so eine Planungsrunde beim DFB aus? Sitzen die da? So, wo spielen wir denn? Mexiko spielen wir in Philadelphia. Hier, wo liegt Philadelphia? Ja, normalerweise im Kühlfach oben rechts neben der Milch. Hermann, wenn ich dich so sehe, ne, seitdem du weißt, dass es im ICE Steckdosen gibt, dann nimmst du auf jede Fahrt dein Waffeleisen mit, ne? Ich könnte mit meinen Jungs gar nicht in die USA fliegen. Da würdest du dich bis auf den Knochen blamieren. Ich habe letztens zum Hermann gesagt, Hermann, ja, wie wär's mal mit Cola Light? Sagt der Trainer, gar kein Problem. Dann nimmt der eine halbvolle Flasche Cola, macht bei uns in die Kabine die Glühbirne raus und schraubt die halbvolle Flasche Cola in die Fassung rein. Dann sagt, hier, Trainer, guck mal, Cola Light. Männer, wenn ich euch hier so spielen sehe, ne, habe ich spontane Geschäftsidee. Ich eröffne eine Bäckerei mit einem Lottoladen und einer Galerie drin. Und da gebe ich dann brotlose Kunst. Ja, und am Freitag dann gleich mal Topspiel in der Liga hier, München gegen Leverkusen. Ein Tag vor Eröffnung des Oktoberfests. Ich frage mich eh, wie macht der Thomas Tuchel das jetzt in den nächsten Wochen? Mit seinem 25-Mann-Kader, der ja vollkommen ausreicht für ihn. Ja, wenn 25 Mann aufs Oktoberfest gehst, da kannst du ja die nächsten... Wie machst du das von der Planung her? Sind das 6 Mann auf dem Platz oder was? Eins steht auf jeden Fall fest, Harry Kane wird sein wahres Gesicht erst auf dem Oktoberfest zeigen. Wenn der die ersten 6 Mass weggepresst hat, ja sicher, Minimum. Die Engländer, die trinken auf einem ganz anderen Level. Fragst einen Engländer, was ist denn der Unterschied zwischen einem Hirsch und einem Adler? Da sagt der Engländer, ja, der Hirsch macht 9 auf, ne, und der Adler 10. Patrick, du spielst wie so ein klassischer Bieraktivist, ne? Heben statt kleben. Ja, und in Leipzig, da ist man schon im Champions-League-Mode. Geht ja jetzt los demnächst. Bei Young Boys Bern in der Schweiz, ne? Das hat wenig zu tun mit dem 54er-Stadion. Da wurde schon alles abgerissen im Stadion. Und die spielen wo? Auf Kunstrasen. Gab es natürlich Riesenbeschwerde von Rose und Co., ne? Ja... Kunstrasen, echt wäre ja besser. Wenn das Motto im Verein wäre, dann würde es RB Leipzig gar nicht geben. Ja, und beim VfL Bochum, da ist so viel Power im Kader. Ne, der Letzte, der kann da auf Sachen zurückgreifen. Aktuell ist es so, 10 Mann kämpfen um 3 Startelfplätze. Ne? Und bei mir ist es genau umgekehrt. Bei Gladbach ist es ähnlich wie in Bochum, aber nur im Tor. 5 Torleute haben die. Omlin, neu verpflichtet, gleich mal verletzt. Ist natürlich, was machst du jetzt als Seoane? Kannst am 4. Spieltag gleich mal eine Kabine Badehosen verteilen und ein Kartenspiel auf den Tisch knallen und sagen, so Jungs, lernt mal schwimmen. Hermann, heb doch mal die Fäuste. Oder bist du jetzt auf dem Tiefpunkt deines Sexuallebens angekommen? Ist deine Hand eingeschlafen? Oder was? Hier nochmal wegen Ortshaft und... Ja, ich habe auch Riesenstress bei mir in der Mannschaft wegen Oktoberfest mit meinem Patrick. Kommt er zu mir, Trainer, du weißt ja, ich habe ja seit ein paar Wochen eine Freundin, die Carina. Da war bisher ein bisschen was Loses, ist jetzt aber ab Oktoberfest. Ich so, Patrick, mach doch mal einen Satz zu Ende, damit ich weiß, was ist mit Oktoberfest. Nee, macht ja keinen Kopftrainer, das dauert noch ein paar Wochen. Ich so, Patrick, das ist schon immer so gewesen. Im September fängt das an, das Oktoberfest. Aber wenn du nicht mit mir sprechen willst, dann mach doch, was du willst mit deiner Carina. Kauf dir einfach Kondome mit Kaffeegeschmack und nenn die Dallmayr Kondomo. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der meinte letztens zu mir, Trainer! Unter mir arbeiten jetzt 300 Leute. Ich sag, bist du eine Geschäftsführung? Er sagt, nee, ich arbeite im Kaufhaus in der 5. Etage. Mal gucken, wo kann man da am besten ansetzen? Ich eröffne eine Bäckerei. Ja.
Ja, und dem ganzen Zip und Zap nochmal. Aber egal, ne, wer unsere super Top-Models da zur Euro 2024 begleitet hat. Nochmal. Der DFB hat gleich mal gesorgt. Nochmal. Aufläuft nochmal. Sag mal, was ist denn los? Aufläuft. Nochmal. Muss nochmal reingucken, geil. Ist mir auch scheißegal, was du mit deiner Carina machst. Kauf dir Kondome mit Kaffeegeschmack und nimm die Dallmayr-Kondome.